Lieben, die Degusta-Box ist da und ich möchte gerne hier in diesem Video diese Box mit dir öffnen. Und wenn dich das interessiert, dann wie immer schnapp dir einen Kaffee, einen Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Und auch hier in diesem Video, wenn du neu bei mir bist und dir dieser Kanal gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, also meine Abonnenten, die schon länger dabei sind, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe schon sehnsüchtig gewartet, und zwar auf die Degusta-Box. Hat den Hintergrund, die kommt ja meistens so zum Wochenende. Und am Samstag früh hatte ich irgendwie keine Lust, einkaufen zu gehen. Auch wenn die jetzt kommen würde, es wäre schon nice. Natürlich nicht. Das ist immer so, wenn du auf was wartest, kommt es natürlich nicht. Aber jetzt ist sie da. Sie ist unheimlich schwer. Deswegen denke ich, dass da viele Getränke drin sind. Und alle Informationen verlinke ich euch immer in den Infoboxen. Schaut es da gerne mal vorbei. Und auch wenn ich irgendwelche Rabattcodes habe, schaut es da einfach mal rein. Und ja, jetzt ratsche ich das Ding mal auf und dann los geht's. Ja, auf der Webseite mal schaut, die sind immer mal wieder Angebote. Und die haben zum Beispiel auch die Degusta Cold Box. Die liebe Irene hat die schon geunboxed, fand ich gar nicht so schlecht. Und wir haben einen Flyer, wo man schauen kann. Die Degusta Cold kostet übrigens momentan 15,99 anstatt 22,99. Aber wie gesagt, ich verlinke euch das immer. Und ich sehe schon was, was ich sehr geil finde. Und das ist der erste Bag. Und es sieht aus wie pink. Ja, wir schweifen ab. Ihr wisst, ich liebe Boxen, die noch einen Flyer haben. Und ja, schauen wir mal, ob wir da ein Thema haben. Unwiderstehliche Osterbrownies. Okay, das ist nicht das Motto. Und zwar haben wir Märzbox Brunch. Okay, also Brunch. Schauen wir mal, was ist Brunch-Thema? Das heißt, was zum Snacken, was zum Trinken? Ein Sektchen, da wäre ich ja mal dabei. Weil ich würde zum Brunchen, also wenn wir zum Brunchen eingeladen sind, gibt es immer ein Glas Sekt. So ein typisches Männerfrühstück oder Männergedeck. Und ja, deswegen bin ich gespannt, was drin ist. Ich glaube natürlich nicht, dass da Sekt drin ist. Aber das Erste, da gucken wir gleich mal und vielleicht probieren wir auch. Und zwar scheint es auch irgendwie das Produkt des Monats zu sein. Nein, ist es nicht. Aber wir haben von Mr. Brownie belgische Schokolade, Osterbrownies. Okay, sieht auf jeden Fall so aus. Also ich finde es schon richtig nice. Ich bin nicht so der Typ Schokokuchen. Aber ich muss gestehen, ich habe momentan so eine furchtbare Phase. Ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, ich komme in die Wechseljahre. Ich schlafe schlecht, ich habe gefühlt immer Hunger. Wenn ich was esse, nehme ich doppelt so viel zu, wie ich eigentlich zu mir genommen habe. Also dann wird es drauf geschissen. Und das Schöne ist, seht ihr das? Die sind, oh, stinkt ein bisschen. die sind einzeln verpackt und sowas mag ich tatsächlich sehr gerne. Weil dann kann man zum Beispiel, wenn man jemanden ein Osterkörbchen packt, könnte man dem ein so ein kleines mit dazu packen. Ich öffne es gleich mit euch. Aber ich möchte mal schauen, was das kostet. Und zwar Osterbrownies, 2,79 Euro. Okay. Frei von Nüssen, ohne Palmöl, ohne künstliche Aromen und Farbstoffe. Einfach unwiderstehlich. Das schauen wir mal. Weil meistens schmeckt ja das, was ohne alles ist, eben nicht. Aber auch hier ist es nur meine Meinung. Ich hoffe, der stinkt nicht so. Oh, der riecht gut. Seid ihr Team warmer Brownie? Ja, okay. Also, so sieht er aus auf der Verpackung. Also, man hätte das schon liebevoller machen können. Aber ist egal, wir probieren das jetzt mal. Ich esse euch jetzt einfach mal was vor. Ja, ich nehme unheimlich zu in letzter Zeit. Ich esse gar nicht so viel. Klar, ich esse auch viel Süßes, aber ich habe früher noch mehr Süßes gegessen. Es ist einfach dem Alter geschuldet, aber ich habe auch keine Lust, Sport zu machen. Das ist die andere Seite. Ist sehr weich. Ein typischer Brownie. Nicht zu süß. Kann man essen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, haben wir braune Zähne? Nee. Ich esse euch jetzt einfach was vor. Ich finde ihn gut. Aber es gibt so wie diese Madeleines. Da könnt ihr ja ohne Ende essen. Die kaufe ich mir auch gerne nach.
Aber den würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Der ist so, naja, geht so. Machen wir einfach weiter. Ich trinke, glaube ich, erstmal einen Schluck. Nämlich nicht so gut, wenn ich im Video so braune Stücken im Mund habe. Nächstes Produkt ist von Pukka. Earl Grey Schwarztee mit Bergamotte, Zitronen und Lavende. Oh, sehr fein. Ich finde die Pukka-Tees sehr hochwertig. Ich mag die sehr gern. Allerdings haben wir letzter Zeit wenig Tee getrunken. Ich komme gar nicht mehr so daher. Lavende mag ich sehr gerne. Und der soll kosten 4,99 €. Das finde ich halt für so einen losen Tee schon immer ganz schön teuer, muss ich sagen. Weil manchmal kriegst du für 3,79 € zum Beispiel richtig diese Blüten. Ob du natürlich jetzt so eine Mischung für 3,79 € kriegst, da bin ich raus. Aber Pukka-Tees mag ich sehr gerne. Die kann ich euch empfehlen. Wenn ihr jemand einfach mal eine Freude machen möchtet und eine Packung Tee verschenken möchtet, dann seid ihr bei Pukka auf jeden Fall dabei. Ich meine, die haben auch so eine Box, wo verschiedene Sorten drin sind. Ich glaube, das war Pukka. Und da kann man sich einfach mal durchprobieren. Das finde ich eine feine Sache. Gefällt mir richtig gut. Und noch den Geschmack von dem Brownie. Ja, was ich auch sehr gut finde, und das habe ich euch schon mal erzählt, ich habe ja gerne, wenn wir Besuch haben, dass ich, wenn jemand kommt und einen Kaffee möchte, dass er einen Keks dazu kriegt. Und der erste Übeltee, da wo ich das eigentlich angefangen habe, war Giotto. Kennst du das noch in den schönen Cafés, wo dann so eine Giotto-Kugel mit drauf lag? Und was mich halt da immer gestört hat, dass man das immer so angelangt hat, gerade nach Corona, da war das halt immer so schwierig. Und das scheint eine andere Sorte zu sein. Und zwar von Neapolitana. Das kann ich nie aussprechen. 2,99 €. Und das ist halt so eine Haselnusscreme, aber mit einer anderen. Und zwar, da gibt es ja diese Waffeln. Die schmecken ein bisschen anders wie die Originalen. Ich mag eigentlich tatsächlich von allen Sachen immer die Originalen. Wenn sie dann immer so Sachen ausprobieren, das bin ich nicht. 2,99 €. Ich weiß gar nicht, kosten die sonst auch 2,99 €. Finde ich echt eine Hausnummer. Für 2,99 € würde ich mir die tatsächlich nicht kaufen, muss ich sagen. Also ich finde es echt mittlerweile teilweise die Sachen ganz schön teuer. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, was die vorher kostet haben. Also, ach ja. Wir haben mal wieder einen Ketchup für 2,59 €, was wir schon lange nicht mehr hatten, was ich echt nicht mehr sehen kann. Ich glaube, da kann ich mittlerweile einen Laden aufmachen. Bitte, bitte, liebes Degustabox-Team, nehmt diesen Ketchup raus. Ich will auch keine andere Sorte haben. Ich finde diesen Ketchup so widerlich. Ich finde ihn eklig. Der schmeckt auch nicht, wenn du den in die Tomatensoße machst. Ich weiß nicht, was da... Irgendwie ist der einfach bad. Der hat auch so eine komische Konsistenz, so wie so ein Sorbet, würde ich sagen. Also das schmeckt einfach nicht. Also oh. Also ich habe tatsächlich das letzte Mal, wo wir die letzten aufgebraucht haben, da hat mein Mann noch gesagt, ja, es ist noch ein Rest drin, magst du es nehmen? Ich, nee. Und wir haben immer noch 3-4 Flaschen stehen und jetzt kommt wieder eine dazu. Ich finde ihn widerlich. Also für 2,59 €, da kaufe ich mir einen Senf zur Not, wenn ich keinen Ketchup haben möchte. Aber den finde ich einfach nur widerlich. Also das finde ich echt nicht gut. So, was haben wir da? Einen Riegel. Und zwar von der Firma Foodspring. Ein Schokoladen-Protein-Snack. Und zwar gibt es den wohl in 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen für 2,29 €. Und der scheint aber mal ein bisschen anders zu sein. Bitte, das sieht so ein bisschen aus wie Snickers. Tatsächlich werde ich den dann vielleicht mal im Büro probieren. Weil Snickers mag ich sehr gern. Ich, wie gesagt, bin nicht so dieser Proteinriegel-Fan, aber ja, wir probieren es einfach mal. Obwohl ich auch da sagen muss, 2,29 €. Ich kaufe mir ja gerne diese für 59 Cent von DM oder von Rossmann. Die finde ich super. Die haben natürlich nur eine Geschmacksrichtung, keine Nüsse und Gigi Gag drin. Aber 2,29 € finde ich tatsächlich echt teuer. Oder? Also mal angenommen, ihr geht einkaufen, habt 2 fast erwachsene Kinder dabei und die wollen so ein Riegel. Oder 3 Kinder. Dann finde ich das schon echt viel Geld. Aber auch da scheiden sich ja die Geister. Der eine sagt, nee, das ist ein Schnäppchen. Aber sei es drum. So, was haben wir denn hier? Was schön farbiges. Ohoho, das finde ich sehr schön. Und zwar ist das tatsächlich das Produkt des Monats von der Firma Dabo. Fruchtaufstrich Marille, 3,79 €. Ich liebe Marille.
Und für Madabo mag ich auch sehr gern. Optisch finde ich das sehr schön. Wenn das jetzt die Orangenmarmelade gewesen wäre, dann hätte ich das noch mehr gefeiert, weil mein Mann liebt die. Aber wir werden auch das probieren. Wir haben ja ohne Ende haben wir Marmelade, weil ich die auch selber mache. Aber so Marille und sowas mache ich tatsächlich nicht selber. Da freue ich mich drauf, das zu testen. Wir haben hier übrigens 250 Gramm. Und ob da jetzt drauf steht, weniger Zucker, das ist mir völlig egal. Wenn ich Marmelade oder einen Aufstrich esse, dann weiß ich, das ist süß. Aber da freue ich mich tatsächlich drauf, das zu testen. Das nächste werde ich heute Abend vielleicht trinken, mal gucken. Und zwar Fanta Zero Orange, eine Dose, 0,93 Euro, 330 ml. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie die Fanta-Dosen früher ausgesehen haben. Ich habe so lange keine Fanta mehr getrunken und wenn dann nur aus der Flasche. Kann ich euch gar nicht mehr sagen. Schmecken die noch so wie früher? Ich weiß es gar nicht. Ich möchte es auch jetzt nicht probieren. Ich habe als Kind tatsächlich immer nur Limo und Cola getrunken. Und dann hieß es irgendwann, es gibt bei uns noch Wasser. Und ich fand das als Kind so schrecklich. Und mittlerweile ist es so, dass ich fast gar keine Süßgetränke mehr trinke. Wir haben einen ganzen Kasten so weiße Limo gehabt, so als zum Mixen von Biergetränken. Und das haben schon meine Schwiegereltern verdonnert, dass die das jetzt trinken müssen. Weil die machen sich sowas, weil wir das nicht trinken. Es ist alles so süß, wenn du das nicht mehr gewöhnt bist. Aber ich werde das mal probieren und werde feststellen, ja, schmeckt und werde es nie wieder kaufen. Irgendwie sowas wird es mal werden. So, ach ja. Dann haben wir wieder von der Firma Ruf ein Porridge. Das geht definitiv weiter. Das ist im Endeffekt wie so Haferflocken, die du mit Wasser aufquellen lässt und kannst dann essen. Schmeckt wahrscheinlich wie Babbedeckel. Ich weiß, ich habe das mal für ältere Leute im Altersheim kochen müssen und ich fand es so widerlich. Ich esse kein Porridge und mein Mann hat gesagt, es schmeckt nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Es geht definitiv weiter. Wem schmeckt? Okay, mir schmeckt es halt nicht. Ich brauche es auch gar nicht probieren. Oder ich esse es halt trocken. Das könnte ich maximal noch machen. Weil tatsächlich, wenn ich jetzt einen Joghurt habe und tu mir das einfach so drüber streuen, das würde noch gehen. Keine Ahnung. Und da steht schon wieder ganz fett drauf, vegan. So glaube ich, das muss draufstehen, sonst ist es nichts. Ja, okay. Das nächste Produkt finde ich sehr fein. Das hatten wir schon mal. Und zwar von der Firma Mutti, Datteltomaten, 1,79 Euro, natürlich süß und die Dose hat 300 Gramm. Die kenne ich schon, die finde ich richtig gut. Wir kaufen tatsächlich die Tomatensoße auch von der Firma Mutti oder Mutti, also ich sage mal Mutti. Und deswegen finde ich das echt gut, mein Mann liebt die. Und es ist auch so, dass in manchen Tomatensoßen so wie eine Art Zitronensäure drin ist, das verträgt mein Mann nicht. Und das ist bei dieser Firma eben nicht, deswegen kaufen wir die nur noch und ich finde die wirklich richtig gut. So, was haben wir denn noch? Oh, wir haben drin Hähnchengewürz von Just Spices. Kostet 5,99 Euro und man hätte auch noch eine andere Sorte haben können. Liebe Firma Just Spices, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die Gewürzmischungen sind schon okay, aber diese Verpackung, die ist so furchtbar. Erstmal kriege ich das so bescheiden auf. Mit so Genigen bringst du das überhaupt nicht richtig auf. Ich mag dieses pappige Zeug nicht. Es fässt sich eklig an, da kriegt man so trockenen Mund. Ich würde diese Firma echt mehr kaufen, wenn diese Verpackung anders wäre. Wegen mir in Glas. Ich weiß, Glas ist auch nicht billig, aber hier ist Plastik. Hallo? Dann nehme ich lieber Glas. Ich finde es einfach, ich kaufe das wirklich nur nicht wegen dieser blöden Verpackung. Hähnchengewürzsalz mag ich sehr gern. Das müsste mal auf Bratkartoffeln machen. Ganz feine Sache, schmeckt richtig gut. Aber wie gesagt, aufgrund der Verpackung werde ich diese Firma niemals kaufen. Also solange da nicht eine Änderung gibt, nee, streike ich, will ich nicht. Wenn sie in den Boxen sind, fülle ich es immer um in so Behälter, in so Glasbehälter von Ikea, wo du rausstreuen kannst. Aber das ist ein Klump ohne Ende, nervt mich. Das nervt mich einfach. Naja, dann haben wir was drin, was ich feiere. Und zwar hohes C, leichte Orange, 2,49 Euro. Das müsste eine Literflasche sein. Ja, eine Literflasche. Sprach sie vorhin gerade von süßen Getränken. Das zählt nicht zu süßen Getränken. Also ich rede von süßen Getränken, so Limos, Fanta, Sprite, Cola. So Säfte trinken wir sehr viel. Aber wir müssen schauen, wann wir die trinken. Tatsächlich mag ich das am liebsten zum Frühstück, wenn ich mir mal ein schönes Frühstück mache.
weil der ist sehr oft beruflich unterwegs und ist natürlich ein bisschen verwöhnt von diesen Hotelfrühstücks. Und ich möchte schon, dass wenn der zu Hause ist, dass der sagt, oh, es ist doch zu Hause am schönsten. Sollte auch so funktionieren. Aber da mag ich solche Säfte echt gern. Ich persönlich mag gern Tomatensaft oder da gibt es doch diese Frucht, diese Drachenfrucht. Die gibt es auch als Saft und das mag ich total gern. Einfach was anderes mal Frühstückstisch Zweier dazu, ein Avocadosalat oder einfach nur ein süßes Frühstück und dann mache ich gerne einen Saft dazu. Deswegen feiere ich das, dass diesmal das in der Box ist. Also gefällt mir richtig gut. Das nächste Produkt muss ich schmunzeln. Ich hatte doch letztens irgendwo Kokoswasser drin. Steht bei mir immer noch im Kühlschrank und ich habe es immer noch nicht probiert. Und ich weiß, die liebe Hanni hat gesagt, es ist eklig. Und da gab es auch zwei Sorten. 3,99 € übrigens. Ich habe das andere noch nicht mal probiert. Wie lange ist denn das haltbar? Bis Mai. Das heißt, ich muss jetzt irgendwann mal da durch und das trinken. Ich weiß nicht. Also sowas kannst du eh nur gekühlt trinken. Sonst schmeckt es wie. Oder du mixt dir vielleicht irgendwas damit rein. Aber ich denke mir, dann bringt es dir ja auch nichts. Wenn du dir sowas kaufst, finde ich, sollte man es auch so trinken können. Ja, ich weiß noch nicht. Entweder es geht weiter oder ich werde mich opfern. Ich kann es euch noch nicht sagen. Und das war tatsächlich schon die Box. Also wir haben das Kokoswasser. Wir haben den Orangensaft, den ich echt feiere. Die Tomatensoße. Oder Tomaten, Datteltomaten, Tee. Fanta. Den Porridge. Das Gewürz. Dann haben wir einmal Aufstrich. Tomatenketchup. Diese Dinger zum Snacken und Proteinriegel. Und die Brownies. Ist das ein Brunch? Zum Brunch, wenn ich was Warmes dazu esse, ja. Datteltomaten? Das ist doch aber in Stücken, da mache ich doch ein warmes Essen. Also das passt meiner Meinung nach überhaupt nicht zum Brunch. Ansonsten finde ich schon, dass sie das Thema gut getroffen haben. Gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, bitte Just Spices, macht die Verpackung anders und dieses Hela Ketchup Klump bitte nicht mehr in die Box. Ansonsten gefällt sie mir richtig gut. Aber ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, die Produkte werden immer weniger. Aber es kann mich täuschen oder es kann mir nur so vorkommen, weil das Blatt ist immer noch voll. Ich mag die Box tatsächlich gerne. Du hast bei der Box nicht so viel Mehrwert. Das ist mir schon klar. Aber ich persönlich freue mich als Überraschung immer, die Box zu haben. Und wenn ich zum Beispiel ein hohes C kaufen muss oder möchte und ich stehe davor, denke ich, oh, das ist aber teuer. Kaufst du das? Nein. Und deswegen freue ich mich dann tatsächlich, diese Sachen zu haben. Genauso wird es mir mit dieser Marmelade gehen. Die kostet jetzt, wie gesagt, 3,79 €. Für 3,79 € kaufe ich auch eher wenig Marmeladen, weil ich die ja meistens selber mache. Von dem her gefällt mir einfach dieser Überraschungseffekt bei dieser Box und freue mich einfach auf den nächsten Monat. Wegen mir auch gerne wieder so viele Getränke, aber vielleicht kein Hela Ketchup. Das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bleibt mir schön gesund, eure Heike.